The risk of war in the OEC area is now greater than ever before in the last thirty years. The risk of a conflict is real. Die Kriegsgefahr sei so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr, glaubt der polnische Außenminister Rau und NATO-Generalsekretär Stoltenberg hält sie auch für real. Guten Abend bei mir im Zentrum mit dem Thema Putins Spiel mit dem Feuer. Droht ein Krieg in Europa? Die Ukraine ist nach Russland der größte Staat Europas und von Wien aus gesehen ist die Ukraine gleich weit entfernt wie vor Arlberg. Seit mehr als sieben Jahren befindet sich die Ukraine in einem bewaffneten Konflikt mit Russland. Ein Konflikt, der auch die schwierigen Beziehungen zwischen Europa, den USA und Russland widerspiegelt. Sind die rund 100.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze mehr als eine Drohkulisse? Die USA meinen ja, Moskau sagt nein. Die Fronten bleiben auch nach den Krisengesprächen der Außenminister Russlands und den USA hart. Ein Konflikt am Rande der Eskalation. Die Großmächte USA und Russland kämpfen in der Ukraine um Einfluss. Wenn auch nur ein einziger russischer Soldat in der Ukraine einmarschiert, ist das eine Invasion, auf die die USA und ihre Verbündeten mit vereinter Härte reagieren werden. Kein offizieller Vertreter Russlands hat je mit einer Invasion der Ukraine gedroht. Russland und der Westen, ein Konflikt mit einer langen Vorgeschichte. 9. November 1989, die Berliner Mauer fällt, Beginn der deutschen Wiedervereinigung und der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Inmitten der Euphorie versichert US-Präsident George Bush Senior dem Anführer der Sowjetunion Mikhail Gorbatschow, die NATO werde nicht die Gunst der Stunde nutzen, um sich nach Osten auszubreiten. Ein Versprechen, das nie zu Papier gebracht und anschließend gebrochen wurde. Nach der deutschen Wiedervereinigung schließen sich 1999, 2004 und 2009 immer mehr osteuropäische Länder auf eigenen Wunsch der NATO an. 2014 kommt es zum Knalleffekt. In der Ukraine wird der pro-russische Präsident Janukowitsch gestürzt. Seine Nachfolger sind dem Westen freundlicher gesinnt. Putin reagiert mit der Annexion der Krim. Pro-russische Separatisten besetzen einen Teil der Ostukraine. Es folgt ein sieben Jahre langer Konflikt, der nun wieder zu eskalieren droht. Der russische Präsident Wladimir Putin hat mehr als 100.000 Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt. Er fordert Garantien, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten wird und dass die USA keine Raketensysteme dort stationieren. Wie weit ist der Westen bereit, Putin entgegenzukommen, um einen Krieg zu verhindern? Bei mir zu Gast. Ich begrüße recht herzlich Christian Kern, ehemaliger Bundeskanzler SPÖ und Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn RZD. Ursula Plasnik, ehemalige Außenministerin ÖVP. Josef Joffe, Herausgeber Die Zeit, Professor für internationale Politik, Johns Hopkins Universität Washington. Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen, Universität Innsbruck. Und. Christian Werschütz, ORF-Korrespondent für die Ukraine. Auf ORF on können Sie unter debatte.orf.at im Zentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Frau Plasnik, müssen die Menschen Angst haben, dass es in Europa einen Krieg geben wird? Der polnische Außenminister hat es sehr klar auf den Punkt gebracht. Wir haben... Entwicklungen, die wir in dieser Form in den letzten 30 Jahren nicht gesehen haben. Wir hören Ultimaten, wir haben ein schweres Kriegsgerät, von dem wir noch vor kurzem gedacht hätten, dass es obsolet geworden ist. Wir haben mehr als 100.000 russische Soldaten. Es ist sehr schwer, die in dieser Lage nicht von einer Bedrohung auszugehen. Herr Kern, Sie haben vor wenigen Tagen mit einem russischen Minister gesprochen. Wie schätzen Sie denn die Lage ein, beziehungsweise haben Sie den Minister angesprochen, was er sagt? Ja, ich denke, wir haben eine Situation, in der viele viel zu verlieren haben. Und ich sehe eigentlich niemanden, der bei der ganzen Entwicklung etwas gewinnen kann. Und uns muss ja bewusst sein, wenn wir hier auf dieses Feld der Interessen schauen, dass wir in Europa auch hier einen Spiegel vorgeführt bekommen, wo wir eigentlich selber in dieser Debatte stehen. Dass hier Entwicklungen stattfinden, wo wir nicht mehr am Tisch sitzen, die nicht mehr beeinflussen können. Und wir feststellen müssen in absoluter Härte, dass wir nicht nur die Fähigkeit verloren haben, Sicherheitspolitisch, militärpolitisch äh, zu agieren, sondern das wird dort wo wir gedacht haben, dass wir stark sind, nämlich bei dem vertreten unserer wirtschaftlichen Interessen, diese Karte zu spielen, plötzlich auch damit konfrontiert sind, dass wir enorme Schwachstellen haben. Also ich denke, für uns ist es ein Anlass hier wenig zu spekulieren, als sich die Frage zu stellen, wo stehen wir eigentlich und was können wir eigentlich tun, um einen Beitrag zu leisten, um hier wieder rauszukommen. Aber wie heikel ist die Situation, wenn Sie mit jemandem gesprochen haben von Russland? Also ich denke, in dieser Situation werden Sie nur äh, offizielle Statements bekommen, die möglicherweise die Hintergedanken nicht reflektieren, das ist so. Ähm, aber ich denke, äh, ich habe eine gewisse Zuversicht, dass hier doch Vernunft einkehrt und man mit einem nüchternen Blick auf die Interessen feststellt, dass es eigentlich genug Lösungswege gäbe. <laughs> Herr Joffe, Sie fliegen morgen wieder in die USA nach Washington zur Johns Hopkins Universität und lehren dort wieder drei Monate. Vielen Dank, dass Sie heute noch bei uns sind. Sie sind die Herausgeber auch von dem Magazin Die Zeit. Und hier ist die Titelgeschichte widmet sich natürlich eben dieser, diesem Konflikt rund um die Ukraine. Sie haben Putin auf dem Titel Was will Putin? Äh, schreiben äh, sie, äh, oder lassen sie, was will er denn Ihrer Meinung nach? Na, das ist ja gleich ziemlich einfach. Ich würde erstmal gerne auf Herrn Kern zurückkommen, der gesagt hat, äh, niemand kann gewinnen. Ich würde dem widersprechen wollen, <laughs> weil es wird Russland gewinnen und es wird die Ukraine verlieren. Und zwar heftig. Die Ukraine muss, wenn es nicht zum Krieg kommt, wird sie sich... Sozusagen zum Klienten Russlands machen müssen und einen großen Einfluss auf die Innenpolitik akzeptieren. Und Russland hat wieder mal bewiesen, dass er auf seine sehr brillante strategische Art wieder Punkte im Spiel gewonnen hat. Das ist so nochmal: Putin wird, könnte der Gewinner sein, Ukraine wird der große Verlierer sein. Aber was will er? Ich glaube, das ist ziemlich einfach. Ich glaube nicht, dass er Krieg will. Denn der beste Krieg ist, den man nicht, ist der, den man nicht führen muss. Und er wird so lange den Druck rauf- und runterfahren, offensive Waffen näher ranführen, bis irgendjemand hier nachgibt. Und das wird der Westen sein. Und das wird Kiew sein. Also ich, ich, ich möchte gerne in seinen Schuhen stecken. Sehen Sie das auch so, Herr Mangott? Nun, natürlich ist die Gefahr einer militärischen Eskalation groß. Russland hat zentrale Forderungen gestellt. Der Westen hat erklärt, auf diese Kernforderungen nicht eingehen zu wollen. Und für diesen Fall hat Russland angedroht, eine militärisch-technische Antwort zu geben. Aber militärische Eskalation muss nicht eigentlich Krieg heißen. Das kann sein, auch die Stationierung moderner nuklearer Waffensysteme an den... Westgrenzen Russlands und in Kaliningrad. Das kann ein Cyberangriff sein auf die kritische Infrastruktur der Ukraine, auf das Bankensystem, auf die großen Unternehmen. Und es kann freilich auch die Form eines Krieges annehmen, nämlich etwa die Ausweitung der von den Separatisten besetzten Gebiete im Donbass oder die Schaffung einer Landbrücke vom Donbass auf die Halbinsel Krim. Aber niemand weiß, was Putin tatsächlich möchte. All diese, die sagen, das will er, das versucht er zu erreichen, das sind Täuscher und Blender. Wir wissen nicht, was er wirklich tun wird. Und ich bin sogar so weit zu sagen, dass viele seiner engsten Vertrauten nicht wissen, was er wirklich vorhat. Christian Werschütz ist seit gestern wieder in der Ukraine, immer wieder dort gewesen, die vergangenen Jahre. Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach das Risiko, dass die Situation außer Kontrolle gerät? Nun, eine Situation, wenn ich eine konfrontative Grundstimmung habe, kann natürlich immer außer Kontrolle geraten. Aber die Einschätzung dieser Lage oder die Lagebeurteilung wäre einfacher, wüssten wir tatsächlich, was die Hauptakteure wollen. Und da kann ich Professor Mangold nur recht geben. Im Grunde genommen wissen wir nicht, was beispielsweise der russische Präsident tatsächlich will. Denn wenn wir uns die militärische Lage anschauen und äh, das haben alle Militärexperten, die solche tatsächlich sind, weil sie auch eine militärische Ausbildung haben, bestätigt. Also für einen großen Krieg reichen die 100.000 Soldaten nicht, um die Ukraine zu besetzen. Also stellt sich die Frage, was kann ich damit tun? Und das Grundproblem ist eben in diesem Zusammenhang, die Frage, will ich irgendwo in der Ostukraine etwas tun? Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten mit Cyberangriffen. Aber all diese Maßnahmen würden ja nicht dazu führen, dass ich die Ukraine weiter weg von der NATO bringe, sondern im Grunde genommen würde das die Westorientierung der Ukraine nur noch verstärken. Also man muss einfach fairerweise sagen, nachdem wir nicht im Kabinett der Hauptakteure sind, können wir das nicht beurteilen, aber in einem Punkt möchte ich sagen, es ist sicherlich so gefährlich in der internationalen Politik wie seit 30 Jahren nicht, auch wenn wir in Europa in 30 Jahren sehr wohl Kriege hatten, denken Sie an die Zerfallskriege im ehemaligen Jugoslawien, aber das war damals eben kein geopolitischer Konflikt. Und das macht die Situation wahrscheinlich jetzt so gefährlich. Herr Werschütz, für viel Aufregung von gestern auf heute sorgt in London bzw. Großbritannien die britische Außenministerin Liz Truss. London wirft nämlich Moskau einen Komplott vor. Also man habe Informationen darüber, dass eben der Kreml in der Ukraine eben hier Regierungsmitglieder einschleusen will. Was ist davon zu halten? Also, wenn man sich die Liste der möglichen Kandidaten anschaut, die da die Außenministerin genannt hat, da haben wir zum Beispiel einen Abgeordneten der äh, nie ein politisches Schwergewicht war, Muralf, äh, der selbst seit 2018 auf einer russischen Sanktionsliste steht, dessen Vater sein Vermögen in Russland verloren hat. Und wir haben zu den äh, Verbindungsleuten, die hier genannt werden, auch den ehemaligen äh, ukrainischen Ministerpräsidenten unter Janukowitsch, Nikolai Azarov, der mittlerweile 74 Jahre alt ist. Also äh, es ist keiner dieser Personen, die hier genannt werden, ihr Irgendwo ein politisches Schwergewicht in der Ukraine, das sind Politikpensionisten. Ich habe natürlich sofort dem britischen Außenministerium eine E-Mail geschrieben um 8.30 Uhr in der Früh. Ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen. Also, ich kann nur sagen: jenseits der Frage, ob es Diversionsaktionen gibt, die Leute, die hier genannt werden, sind sicher nicht dabei. Und würde der ORF so berichten, wie das britische Außenministerium hier äh, Stellung bezogen hat, also man könnte mich durch Sonne und Mond klagen, wenn ich hier unter Berücksichtigung oder Berufung auf irgendwelche angeblichen Geheimdienstquellen sowas behaupte und auch nur einen Funken eines Beweises vorzulegen. Also, das ist sicherlich etwas, wo man einer guten Sache einen Bärendienst erwiesen hat. Also, Sie halten nichts zusammengefasst äh, von, von diesem Komplott, äh, den London vermutet. Ähm, jetzt äh, wird ja in den wenigen nicht Tagen. Mit nicht mit den Personen. Nicht mit den Personen. In wenigen Tagen, also bis Ende Jänner, soll ja ein Brief vorgelegt werden, den eben Moskau hat ja Bedingungen äh, gestellt, äh, damit man eben diesen, äh, diese Eskalation, ähm, dass man hier eben ähm, etwas ver nicht verhandeln, aber dass man, dass man hier. Ähm, die Bedingungen, eben die Moskau eingehen will, dass eben hier von den USA schriftlich eine Antwort gemacht wird bis Ende Jänner. Was soll denn oder was wird denn in dem Brief drinnen stehen? Na, ich glaube, zuerst ist es einmal wichtig, dass die amerikanische Seite ähm, auch diesen Gesprächskanal ernst nimmt, auch das Ultimatum, die Forderungen, die Bedingungen, die Präsident Putin auf den Tisch gelegt hat. Das ist ja eine überraschende Vorgangsweise. Das ist ja nicht die übliche Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Die Amerikaner und die Russen haben Kontakt auf sehr vielen Ebenen. Also wozu dieses große Getöse, das wir sonst eigentlich nur aus extremen Konfliktzusammenhängen kennen. Und ich glaube, dass es klug ist von den Amerikanern zu sagen, okay, wir werden darauf schriftlich antworten, was sie da aus ihrer... Küche sozusagen anzubieten haben. In den Kernpunkten wird es wenig sein. Äh, denn es kann nicht so sein im 21. Jahrhundert, dass die Uhren nach rückwärts gehen und dass Russland in seiner unmittelbaren Nachbarschaft oder anderswo äh, äh, schlicht und einfach bestimmt, äh, wer was tut, was zu geschehen <laughs> hat. Das wird nicht gehen. Das, wird sich weder, das werden sich weder die USA noch die NATO noch die Europäer vorschreiben lassen können. Da brauchen wir auch ein bisschen Realismus. Es genügt nicht das Wunschdenken. Wir wollen keine militärische Auseinandersetzung. Wir wollen keinen Konflikt. Wir hätten gern, dass wir sozusagen unter der äh, europäischen Tarnkappe versteckt bleiben können, wenn das äh, nicht alle anderen auch so wollen. Eine der Forderungen, Herr Joffe, ist ja, dass eben die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Und hier will eben Putin eine Zusicherung schriftlich haben. Das wird ja in dem Brief kaum drinnen stehen. Also welche Konzessionen kann denn die USA oder kann der Außenminister in diesem Brief Ihrer Meinung nach überhaupt machen? Das, diese Frage, wenn ich das so sagen darf, ist ein bisschen suggestiv. Weil Sie fragen, welche Konzessionen soll der Westen machen? Und die Frage ist ja eigentlich, was erlaubt sich Herr Putin, indem er versucht, die Grenzen, die Nachkriegsgrenzen der letzten 70 Jahre mit Gewalt oder versteckter Gewalt zu, zu verrücken? Also ich glaube nicht, dass die erste Frage sein sollte, was können wir tun, um ihn zu, zu begöschen oder zu beruhigen. Ich wollte noch mal sagen, vorhin haben wir darüber gesprochen, dass niemand weiß, was er will. Ich halte die, die Antwort gar nicht für so schwierig. Es ist doch klar, was er will. Er will die Ukraine in seinen Machtbereich zurückkriegen. Er will weite Teile des alten sowjetunions äh, wiederherstellen, zumindest de facto oder informell. Wir nennen das, haben das früher in der Diplomatiegeschichte ähm, Einflusssphären genannt. Und er will sehen, wie weiter kommt, ohne Krieg führen zu müssen. Ich bin immer noch der Meinung, er will keinen Krieg führen. Ich sage, wiederhole mich noch mal. Die besten Kriege sind die, die man nicht führen muss, indem man kriegt, was man will. Und deshalb halte ich es nicht für besonders klug, wenn wir jetzt schon fragen, Welche, welche ähm, kleinen Geschenke können wir dem Mann denn vor die Tür legen? Wir sollten uns lieber überlegen, was wir, wie wir gegenhalten können. Und da sage ich leider gleich voran: viele Optionen haben wir nicht. Und Putin weiß das. Wir haben fast so gut wie gar keine Option. Bestimmt keine militärische. Nun, der Aufmarsch von Truppen an den Grenzen zur Ukraine ist natürlich nicht akzeptabel. Das ist ein Bedrohungsszenario, das hier von Russland inszeniert wird. Aber ich glaube, wir können uns die Arroganz nicht leisten, die da jetzt ein bisschen herausgeklungen ist, zu sagen, was Russland hier fordert, das ist etwas, was jedenfalls nicht in Frage kommt. Das ist etwas, was ungerechtfertigterweise auf den Tisch kommt. Ich denke, dass Russland Sicherheitsinteressen hat, die sieht es bedroht. Und ich glaube, wir können nicht so vermessen sein, Russland vorzuschreiben, wovor es sich bedroht fühlt. Wir müssen also über diese Sicherheitsinteressen mit Russland sprechen, aber natürlich nicht ohne die Sicherheitsinteressen der Ukraine zu vergessen. Und ich denke, es gäbe schon eine Möglichkeit, aus dieser, äh, es gäbe schon eine Möglichkeit aus dieser Konstellation herauszukommen. Niemand außer den Polen und den baltischen Staaten, vielleicht den Rumänen, wollen die Ukraine auf längere Sicht in der NATO sehen. Warum kann man nicht sagen, wir, jedem, wir die NATO erklären, dass wir ein Moratorium von zehn Jahren auf diese Mitgliedschaft der Ukraine in der, in der NATO... Festlegen. Das würde zur Entspannung beitragen. Und es wäre sicherlich der europäischen Stabilität aller Staaten damit gedient. So, Herr Joffe, Herr Wehrschütz und dann Dr. Kern, bitte. Sie wollten mal sagen, Joffe. Ich glaube wirklich, dass ganz kurz, ähm, die Bringschutte nicht im Westen. Wir haben die nicht bedroht. Wir bedrohen nicht das, das größte Land auf Erden, einer der größten Armeen, modernsten Armeen, die es überhaupt gibt. Also diese Art von Analyse, finde ich, geht an der Sache vorbei. Ähm, was die Ukraine und äh, die NATO-Mitgliedschaft betrifft, ähm, da kann man, würde der Berliner sagen, mach mal halblang, Wladimir. Natürlich kommen die nicht in den NATO. Es hat auch kein Mensch in den letzten zehn Jahren davon geredet. Ähm, er will also etwas haben, was er schon hat. Aber die Idee, dass man sagt, gut, wir kommen euch entgegen, zehn Jahre Moratorium, kostet uns nichts, weil Ukraine kommt sowieso nicht in die NATO. Aber wenn das gut gute, wenn diese Geste funktioniert, würde ich sie begrüßen. Herr Werschütz, bitte. Ja, also ich glaube, man muss zwei Dinge dazu sagen. Das eine ist natürlich, dass die Vorgangsweise, die Russland gewählt hat, mit diesen Forderungen, die teilweise völlig irreal sind, wie Abzug amerikanischer Truppen aus den NATO-Mitgliedern Rumänien, Bulgarien und so weiter. Eigentlich ein bisschen das österreichische Ultimatum 1940 gegenüber Serbien äh, erinnern, dass man so geschrieben hat, dass das die Serben einfach nicht annehmen konnten. Und das ist das Bedrohliche an der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite. Russland hat berechtigte Sicherheitsinteressen in Europa und die Sicherheitsinteressen bestehen darin, dass man sagt, wir wollen beispielsweise keine Mittelstreckenraketen stationiert haben auf ukrainischem Territorium, die dann drei, vier Minuten brauchen, um in Moskau einzuschlagen. Äh, das, dazu brauche ich allerdings nicht die NATO, weil das geht bilateral auch. Also hier glaube ich schon, dass man äh, den, äh, den russischen Sicherheitsbedenken Rechnung tragen muss. Aber es muss klar sein, dass die territoriale Grundintegrität der Ukraine gewahrt bleiben muss und dass die Ukraine im Grunde ein Recht hat zu wählen, wohin sie will. Denn wir dürfen nicht vergessen: Der Mai dann 2014. Ist nicht und die russische Annexion der Halbinsel Krim ist nicht ausgelöst worden, weil die Ukraine gesagt hat, sie möchte in die NATO, sondern weil man Demonstrationen gemacht hat, weil man eigentlich dagegen war, dass die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschreibt. Also da ging es ja gar nicht um die NATO und da ist es schon sehr klar, dass man auch das Recht der Ukraine auf ihre Selbstbestimmung achtet. Ich, sagen, ich äh, kann mich in einigen Punkten nicht der Meinung, dass Herrn Joffe ansprechen und diese Frage, dieses Wir gegen, äh, ist eine rhetorische Figur, mit der ich eine gewisse Problemlage habe, weil ich denke, wir müssen Folgendes äh, sehen in der Situation, die äh, welt entwickelt sich weiter. Wir wissen, dass der Schwerpunkt des wirtschaftlichen und politischen Aktivität Richtung pazifischen Raum geht. Natürlich brauchen wir in Europa hervorragende Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Das ist auch unsere Geschichte, das liegt in unseren Genen, aber es ist genauso selbstverständlich, dass wir diese Beziehungen auch mit dem eurasischen Raum entwickeln müssen und an denen weiter arbeiten müssen. Und wenn wir hier jetzt sozusagen einseitig sagen, das sind Akte gesetzt worden, der Aggression, ich glaube, da muss man auch die Empathie haben zu verstehen, wie es die andere Seite, nämlich die russische Seite, sehen kann. Und ich darf erinnern, es gibt ein großes Wort von, von, von Herrn Brzezinski, der war der Sicherheitsberater von Jimmy Carter, amerikanischer Präsident, der mal gemeint hat, ohne die Ukraine ist Russland ein großes Land. Aber mit der Ukraine ist sie ein Imperium und dies, das, was da zum Ausdruck gekommen ist, ist ja nicht eine, eine politologisch historische Beschreibung, sondern Interessenspolitik, die da auch betrieben worden ist. Und ich denke gerade für uns in Europa ist es entscheidend zu sehen, es kann kein Europa gegen Russland geben, weil Russland ist Teil dieses Europas. Moskau ist die größte Stadt, eine, eine europäische Stadt und gerade wir Österreicher, das sieht man ja auch in den Meinungen der politischen Parteien, haben wir uns ja immer wieder im Sinne auch unserer Neutralität und Gute Beziehungen äh, bemüht. Das ist ja auch gelungen und wir haben auch eine große historische Verbindung. Ich darf daran erinnern, dass 24 Millionen. Uh, Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg das Leben gelassen haben. Das heißt, das sind Menschen zu uns gekommen, die uh, uns befreit haben vom Hitlerregime, uns die, die, die Freiheit wiedergegeben haben. Viele Ukrainer, die da gestorben sind. Aber das alles verbindet und ich glaube, das soll man nicht wegwischen, indem man sagt, da ist der Aggressor, uh, die haben den Fehler gemacht und jetzt uh, versuchen wir da zurückzuschlagen. Das Aber macht wie wenig soll man dann über die Sache nachdenken, mhm. Ihrer Meinung nach? Ich denke, ich denke was der entscheidende Punkt ist, und Sie, ich glaube, ich fürchte jetzt zwei Sekunden brauche ich oder zwei Minuten zur Ausführung. Wir haben in Europa das Problem, dass wir nicht mit an Bord sind bei dieser ganzen Diskussion. Und wir haben immer gedacht, wir sind wirtschaftlich stark und stellen jetzt bei der erstbesten Gelegenheit vor, fest, dass die Abhängigkeit... Insbesondere von Energielieferungen dermaßen groß ist, dass wir in Wahrheit jede Form der Handlungsfähigkeit verlieren. Das ist aber nicht das Problem, dass der Herr Präsident Putin hinter der Pipeline sitzt und mit uns spielt, sondern das ist das Problem, was wir selber verabsäumt haben. Weil wir haben uns entschieden, sozusagen unsere Energiepolitik strategisch zu verändern, steigen aus dem Atomkraftwerks-Technologie ähm, aus, völlig zu Recht, ähm, und sagen gleichzeitig, wir brauchen Gaspipelines mit Russland wie die Nord Stream nicht. Und da wünsche ich uns viel Glück dabei, wie die Konsequenz ist, dass die Energiepreise sich mittlerweile versechsfacht haben für Gas und Strom. Das liegt in der Folge dort. Und das bedeutet, dass wir heuer das Problem bekommen werden, dass sich Menschen in Europa entscheiden müssen ob sie heizen oder essen. Und, Sie entschuldigen, wenn ich den Gedanken zu Ende führe, wir auch das Problem haben, dass wir unsere Industriepolitik komplett versenken, weil wir jede Form der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Maßstab hier verlieren werden. Und da geht es um Hunderttausende Arbeitsplätze, die gerade im Risiko sind. Und jeder, der das nicht sieht, den darf ich noch einen Gedanken mitgeben, zu glauben, dass das nur ein Spiel ist für ein paar sozusagen energiepolitische Denker. Das trifft alle. Wir wissen, dass die Lebensmittelpreise um 30 Prozent gestiegen sind. Warum sind sie das? Warum werden sie das? Gas ist der wichtigste Inputfaktor für Düngermittel. Wenn es nicht genug Düngermittel gibt zu vernünftigen Preisen, bedeutet das, dass die landwirtschaftliche Produktion sinkt. Heißt, die, die, ähm, die Preise für Nahrungsmittel, auch Grundnahrungsmittel, werden erheblich steigen. Das ist alles die Situation, die wir jetzt auslösen. Das heißt, ob es uns gefällt oder nicht, und da bin ich einig mit dem Herrn Joffe, Putin sitzt an einem sehr, sehr langen Hebel. Aber wir geben diese Hebel an den Amerikanern, den Russen, den Chinesen, weil wir nicht bereit sind, unsere eigenen Hausaufgaben da zu lösen. Da sind wir eben bei diesem Thema, welche, welche rote Linie darf nicht überschritten werden, beziehungsweise welche Sanktionen oder welche Möglichkeiten gibt es dann? Herr Joffe, möchten Sie äh, darauf was erwidern? Ich fürchte, die Möglichkeiten sind nicht besonders reichhaltig. Nehmen wir zum Beispiel nehmen wir Deutschland und die Energieabhängigkeit von Russland an. Wir importieren 55% unseres Gases von, ähm, von Russland. Aber was, wir, was viele Leute nicht wissen, ist, wir, wir importieren noch fast 50% unseres Rohöls von, ähm, aus Russland. Das heißt, die Fehler, die wir jetzt beklagen und die Zwangslage, in der wir uns jetzt befinden, wo unsere Optionen nicht besonders rosig sind, die haben wir über die letzten 30 Jahre gemacht. Wir haben unsere Abhängigkeiten begegen, begeben, statt die Abhängigkeiten zu diversifizieren. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Putin, ein wirklich brillanter Taktiker, muss ich, muss ich ihm zugestehen, erkannt hat, wo unsere Druckpunkte sind. Und nachdem wir uns in diese Situation manövriert haben, ist es außerordentlich schwer, <laughs> Hebel anzusetzen, die nicht, mit denen wir nicht in den Krieg schlendern. Ein Wort zu Sanktionen. Ich habe es noch nie erlebt, dass Sanktionen irgendwelche große Veränderungen in der Politik, selbst von kleinen Ländern wie Nordkorea oder, oder oder Kuba, schwache Länder, auf keinen Fall hat es je gegen starke Länder, mächtige Länder funktioniert. Und nehmen wir nur ein Beispiel. Eine sozusagen die Atomwaffe, die ökonomische, wäre die, die Russland aus dem SWIFT-System. Auszuschalten, aber damit schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Das heißt, die Russen können kein Geld mehr überweisen, kein Geld mehr kommen. Das heißt, sie können unsere Banken, deren Kredite bei unseren Banken nicht bedienen. Nur ein, nur ein Beispiel. Wollen wir ihnen keinen Gas mehr abnehmen? Wir leiden bereits an einer sehr großen Knappheit, die wir vorhin gehört haben. Also der Punkt hier ist, fürchte ich, so gern ich ähm, Herrn Putin in die Schranken weisen möchte, so wenig fällt mir ein, was wir machen können, diesseits einer sehr gefährlichen Eskalation. Frau Plass, Zu der wir übrigens gar sind nicht in der Lage ja. sind hier. Wo, wo sind denn die roten Linien oder wo ist die rote Linie für die Europäische Union? Ähm, Christian Kern hat quasi gemeint, äh, dass eben die entscheidenden Gespräche äh, Moskau und Washington eben führen äh, über Europas Sicherheit, aber ohne die Europäer am Tisch. Hat er da naja, recht? ich würde ganz gern noch zurückkommen auf das, was Christian Kern vorher gesagt hat. Äh, niemand will schlechte Beziehungen mit Russland, auch nicht die Ukraine, schon gar nicht Österreich und auch nicht äh, die Europäische Union. Also wir müssen die Kirche eigentlich im Dorf lassen. Das ist aber noch längst kein Grund, dieses Nichtwollen von schlechten Beziehungen, dass man Russland jetzt ein Imperium zugesteht oder dass man Russland irgendeine Form der Einwirkung mit Gewalt, mit Drohung gegenüber Nachbarn, Verletzungen des Völkerrechts zugesteht. Die Krim war, die Annexion der Krim ist völkerrechtlich Landraub. Das geht nicht. Im 21. Jahrhundert in Europa geht das nicht. Wenn ich aus dem Fenster schaue und vor meinem Garten stehen im Osten, im Süden, im äh, Norden äh, schwerstbewaffnete äh, Truppen, dass ich mich dann bedroht fühle und dass das aus der Normalität herausspringt, ist vollkommen klar. Wenn angekündigt ist, es gibt ein Riesenmanöver mit Belarus in den nächsten Tagen, man muss sich einmal vorstellen, was das für die betroffenen Länder bedeutet Europa hat hier auch verschiedene interessen unter einen hut zu bringen das ist die aufgabe mit der wir schon seit langem konfrontiert sind ich gebe herrn joffe recht wir haben es nicht so weit gebracht wie wir es gern gebracht hätten wir haben auch sträflich vernachlässigt dass alle beziehungen zu russland immer eine eminent sicherheitspolitische Dimension haben. Wir müssen, das gilt für Österreich, es gilt auch für andere Länder, sicherheitspolitisches Denken, sicherheitspolitische Analyse in der Praxis im Alltag wieder lernen. Das haben wir alles ein bisschen vernachlässigt. Natürlich ist die Energieabhängigkeit ein Teil dieses sicherheitspolitischen Denkens, das wir sehr gerne verdrängen, wenn wir es nicht akut brauchen. Aber da werden was sagen, ich kann das alles nicht ernst nehmen. Und zwar nämlich aus folgendem Grund, weil der Herr Joffe hat völlig recht. Es gibt selten Beispiele für Sanktionen, die einen Regimewechsel irgendwo produziert haben. Aber das springende Punkt ist doch, dass wir es als Westen mit dieser Sanktionspolitik nicht einmal ansatzweise durchhalten, das ernst zu nehmen und glaubwürdig zu sein. Und äh, Sie haben vorhin völlig darauf hingewiesen, Herr Joffe. Über 50 Prozent des deutschen äh, Öls kommt aus Russland. Beim Erdgas äh, sind es 55 Prozent. In Österreich ist das sogar das ist 80 Prozent. Weniger als und ich, 50. Und ich, darf Ihnen, und ich darf Ihnen noch ein Beispiel sagen: Wir haben diskutiert, wie wir mit dem Fall Hongkong umgehen, als Mainland China vor kurzem äh, da äh, sozusagen die Spielregeln verändert hat. Und es gab große Diskussionen, vor allem aus dem angloamerikanischen Raum, wie man da jetzt vorgeht. Mit beinharten Sanktionen, mit, mit wirtschaftlichen Konsequenzen, und die müssen das alle spüren. Und das Ergebnis ist gewesen, dass in den nächsten beiden Quartalen, nachdem das stattgefunden hat, die größten und umfangreichsten Börsegänge an der Börse in Hongkong stattgefunden hat. Und wer hat das meiste Geschäft damit gemacht? Nicht der chinesische Bude. Goldman Sachs, Morgan Stanley, die beiden größten amerikanischen Investmentbanken. Ich mache denen nicht einmal einen Vorwurf, weil die machen ja das Geschäft, das sie machen können. Aber wir haben eine, in Wahrheit eine Ohnmacht, die wir uns da permanent selber vor Augen führen, die dazu führt, dass wir eine völlig andere Konzeption brauchen. Und das ist kein Gegeneinander, sondern wir müssen verstehen, in einer vernetzten Welt funktioniert das nur gemeinsam. Und wir werden letztendlich keinen Regime-Change in Russland, in China, sonst wo, wo es uns überall nicht gefällt, Schaffen. Wir müssen die Hand ausstrecken und müssen versuchen, hier Lösungen zu finden, so mühsam das ist. Und Schluss bitte mit dieser Rhetorik der Zuspitzung. Gut, das heißt, Sie würden Sanktionen, die wir im Übrigen aufrecht haben, seit der Krim-Annexion abschaffen als österreichischer Bundeskanzler? Oder Sie würden was jetzt genau tun? Sie ja, würden Sie sich wissen, dass Sanktionen, wir im Europäischen Sie würden dafür... Beschlüsse ver ja, ja, verweigern? Haben... Oder was wäre Ihre, äh, Ihre Politikanleitung? Was wäre Ihre Entscheidung? Ja, wir haben das im Europäischen Rat ja immer hinter verschlossenen Türen diskutiert, dass wir als Österreich da sehr skeptisch sind. Das äh, hat mein Vorgänger gemacht, das habe ich gemacht, das hat Sebastian Kurz gemacht. Und ich denke, dass wir uns bewusst sein müssen. Ich habe das schon einmal gesagt, wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen. Wir haben uns in Abhängigkeiten begeben. Das be wir reden eigentlich ja nicht nur über Energie, wir reden über Mikrochips, wir reden über Mikroelektronik Aber jetzt geht es ja darum, was man quasi so jetzt macht, weil eben das müsste man natürlich ja, irgendwann ja. in Angriff nehmen. Ja. Aber, was jetzt? Ja. aber eben Herr Mangott hat sich schon lange gemeldet und auch Christian Werschütz, bitte. Ich möchte auf Dinge eingehen, die der Herr Werschütz gesagt hat und der Herr Joffe. Herr Werschütz hat zu so Recht gesagt, die Ukraine hat das Recht auf freie Bündniswahl. Das hat auch Russland so akzeptiert in der Charta von Paris vom November 1990. Aber es ist eben auch ein OSZE-Prinzip, dass Sicherheit unteilbar sein muss. Das heißt, kein Staat darf die Sicherheit seines eigenen Staates auf Kosten eines anderen ausbauen. Das gilt aber, was das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine betrifft, in beide Richtungen. Und die Ukraine hat das Recht, der NATO beitreten zu wollen, aber die Ukraine hat nicht das Recht, dass die NATO die Ukraine als Mitglied aufnimmt. Das ist eine Entscheidung, die die NATO trifft. Aus guten Gründen ist zu überlegen, ob es sinnvoll ist, weitere Sicherheitsforderer aufzunehmen und keine Sicherheitsbereitsteller. Und es ist aus guten Gründen für die europäische Stabilität von der NATO auch zu überlegen, dass ähm, eine Aufnahme der Ukraine jedenfalls zu dieser europäischen Sicherheitsordnung nicht beiträgt. Und das stimmt nicht, was Herr Joffe gesagt hat, dass über den Beitritt der Ukraine nicht gesprochen wird. Anthony Blinken hat das im Juni dieses Jahres getan. Äh, Präsident Biden hat das im September des letzten Jahres getan. Der NATO-Gipfel im Juni des letzten Jahres hat wieder davon gesprochen. Und das sind keine <laughs> hilfreichen Signale, um eine Entspannung in dieser ohnehin sehr komplizierten geopolitischen Auseinandersetzung okay. zu bekommen. Schauen wir uns nur ganz kurz, bevor ich zum Wehrschütz komme oder gebe, die Ukraine auf einer Karte nochmal an. Eben umstrittene Gebiete sind eben diese Halbinsel Krim, 2014 von Russland annektiert, sowie die von Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine. Die Ukraine liegt zwischen zwei großen Militärbündnissen. Im Westen grenzt sie eben NATO-Mitglieder im Norden und Osten an die Staaten der Organisation der Vertrags über kollektive Sicherheit, kurz OVKS. Dem Bündnis gehören Russland, Belarus und Kasachstan sowie Kirgisistan, Kyrgyz Tadschikistan und Armenien an. Herr äh, Werschwitz, Sie wollten was sagen. Ja, also ich möchte nur zuerst einmal noch an dem Herrn Kern anschließen. Ich meine, die Analyse ist völlig richtig und man muss sagen, so wie 25 Jahre, 26 Jahre nach dem Friedensvertrag von Teten, mit dem der Krieg in Bosnien beendet wurde, haben uns die USA und Russland wieder den Spiegel vorgehalten. Ohne die Amerikaner geht nichts, weil wir eben nicht in der Lage waren irgendwie eine europäische Einigung und eine wirklich sinnvolle europäische Sicherheitspolitik zu entwickeln. Das ist der eine Punkt und das ist die Ausgangsbasis. Deswegen wollen auch die Russen mit den Amerikanern verhandeln und ehrlich gesagt, die Ukrainer lassen sich auch nicht gerne besonders viel von den Deutschen oder den Franzosen sagen. Aber, und jetzt kommen wir äh, zur Frage der Ukraine und ihrer Position in Europa. Ich meine, die Grundfrage, die wir uns stellen müssten, sollte eigentlich die Frage sein, was dient der europäischen Sicherheit mehr? Und äh, eine Aufnahme der äh, Ukraine in die NATO, beziehungsweise eine schleichende Integration der Ukraine in die NATO, wie sie ja stattfindet, denn wir haben allein für heuer acht Militärmanöver in der Ukraine geplant, die NATO-Staaten durchführen sollen. Ist sicherlich nicht etwas, das der Sicherheit dient. Also hier sollte man schon einmal vielleicht einen Schritt zurücktreten und fragen, was kann ich tun, auch um die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten? Denn der Kriegsschauplatz im Falle eines Krieges wäre eben die Ukraine, die am meisten getroffen wäre. Also müsste man hier auch im Sinne der Ukraine das tun. Nur ich kann der Einschätzung nicht folgen, dass Putin ein brillanter Taktiker oder Stratege ist, denn niemand hat für die Westorientierung der Ukraine so viel unfreiwillig getan wie Wladimir Putin. Er hat jene Gebiete unter seine Kontrolle gebracht, die eindeutig pro-russisch waren. Er hat jene Gebiete aus der Ukraine de facto herausgelöst, wo wir nie irgendeine Mehrheit Richtung NATO gehabt hätten. Und er hat natürlich sehr viel in der Bevölkerung erbittert. Der erste Präsident Leonid Grafschuk hat mir in einem Interview zu mir gesagt, Putin hat sich damit 40 Millionen Ukrainer zum Feind gemacht. Also ich sehe diese Brillanz nicht. Und das, was also wie Russland wie brillant wirklich der will, Mann auch ist, in der Ukraine, das daran. kann man sagen, ist natürlich die Frage, dass man hier Einfluss auf die Ukraine wahren will. Das ist der Punkt. So. Herr Joffe. Wie, ähm, wie, ein, wie gut er als Taktiker ist, zeigt sich allein daran, dass wir in dieser Runde so eine äh, Art... Konsens herrscht, wir müssen ihn irgendwie, ihm irgendwie was Gutes tun und wir müssen verstehen, warum er so agiert. Der Konsens herrscht das Problem, was ich, weshalb, ich, weshalb ich gesagt habe, dass er ein brillanter Taktiker ist, wir müssen auf die ganze Zeit zurückgehen bis 2008. Er hat sich Punkte ausgesucht, er hat sich in Georgien angegriffen, er hat sich die Krim genommen, er ist in Donbass vorgestoßen, er ist nach Syrien vorgestoßen. Und das Brillante an der Sache war, dass er diese Steine gesetzt hat, ohne großes Risiko einzugehen. Das nenne ich einen großen Taktiker und einen großen Strategen. Und wir haben, wir, der Westen, wer immer, haben auf die Dinge nicht reagiert. Herr Joffe. Wenn ich Putin gewesen wäre, letzter Satz, letzter Satz würde ich sagen: Okay. Das ist mir nicht so wichtig. Ich glaube, ich kann weitermachen. Herr Joffe, was muss denn Deutschland äh, als äh, mächtigster, oder Wirtschafts-, also mächtigster Wirtschaftspartner in der EU tun, um die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten? Beziehungsweise ist Bundeskanzler äh, <laughs> Olaf Scholz zu zaghaft im Umgang mit Russland? Wie würden Sie das eben als Landsmann bewerten? Ich kann, ja, ich, eine gute Frage. Ich kann Ihnen nur sagen, was die Bundesregierung zurzeit macht. Sie hat sich, nicht nur will sie selber keine Waffen an, ähm, an, an die Ukraine liefern, sie verbietet auch anderen Drittstaaten, wie zum Beispiel Estland, äh, den wir den, Kanonen verkauft haben, sie weiterzugeben. Diese, diese Aktionen sprechen lauter als jede Worte, wobei ich hinzufügen möchte, eine große Überraschung für mich war das ausgerechnet, die alte Pazifistenpartei, die Grünen, jetzt härtere Worte ähm, benutzt als die schweigende FDP oder die mehr oder weniger Russlandfreundliche Flügel der, 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 der SPD. Ähm, also nochmal, es sind diese Taten keine Waffen. Wir wollen in der Ukraine ihre nicht ihre Verteidigungsfähigkeit erhöhen, die für mich an dich schon die Frage beantwortet. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich glaube nicht, dass Nord Stream 2 zugemacht wird. Das hat unser Kanzler als privatwirtschaftliche Angelegenheit bezeichnet. Ich, damit weiß man, wo es langgeht. geht. Ich, ich denke, das ist ein bisschen eine, eine hysterische Debatte, ob Deutschland jetzt Waffen liefert oder nicht. Wer immer jetzt Waffen liefert an die Ukraine. Warum glauben Sie, dass es hysterisch ist, wenn ich ein Argument vortrage? Ich verbitte mir diese Sprache. Bitte, Herr Joffe. Ich halte es trotzdem für eine hysterische Debatte, auch wenn Ihnen das Wort nicht gefällt, weil jeder, der jetzt Waffen an die Ukraine liefert, wird in dieser unmittelbaren Eskalationsgefahr nichts zur größeren Verteidigungsfähigkeit der Ukraine beitragen. Was die Ukraine militärisch bräuchte, liefert das, auch niemand. Darum das geht heißt, es doch gar nicht. Darf ich es bitte ausreden, Herr darum. Joffe? Es geht Warten Sie, darum, Herr Joffe. Dass wir Deutsche sagen, es kommt nicht in Frage. Punkt. Das ist das Problem. Sie verbieten sich etwas und fallen mir ins Wort. Das heißt, es ist. Hinzunehmen Natürlich. und zu akzeptieren, dass die, Deutsch, dass die deutsche Regierung diese Position einnimmt. Und ich glaube, es ist nicht richtig zu sagen, Deutschland isoliert sich hier selbst, Deutschland wird seiner Verantwortung nicht gerecht. Es gibt, Hat doch auch, gesagt. Es gibt auch Argumente gegen Waffenlieferungen an die Ukraine in der jetzigen eskalativen Lage. Gut, jetzt. Jetzt deeskaliere ich jetzt in der, in der Diskussion. Und zwar die von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, Frau Plasnik, hat 2019 gesagt, und sie war ja auch Verteidigungsministerin davor, Europa muss auch die Sprache der Macht lernen. Das heißt zum einen eigene Muskeln aufbauen, wo wir uns lange auf andere stützen konnten, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik. Weil was natürlich jetzt auch diese, dieser Konflikt zeigt, beziehungsweise dass dass eben Europa hier nicht mit einer Stimme spricht. Henry Kissinger wird ja immer der Spruch äh, zugesagt, äh, wenn ich in Europa anrufe, wüsste ich gar nicht, wenn ich anrufen soll, ähm, wenn, es, äh, wenn es eben um die Außenpolitik äh, geht. Das heißt, äh, was glauben Sie, was hier in Europa gemacht werden muss? Braucht es eine europäische Armee, wie es zum Beispiel eben die Neos in Österreich auch schon beim letzten Wahlkampf gefordert haben. Wir springen da ein bisschen stark zwischen den Themen herum. Ich würde noch eigentlich zuerst ganz gern eingehen auf etwas, was Christian Werschütz in die Debatte eingebracht hat, wenn Sie erlauben. Er hat gesagt, was, braucht, was ist wirklich wichtig auch für die gesamteuropäische Sicherheit? Wie schaut es aus mit der Stationierung bestimmter Waffentypen in bestimmten Regionen? Ich erinnere im Übrigen nur daran, dass... Russland in Kaliningrad Iskander-Raketen äh, aufgestellt hat, seit, glaube ich, 2018 offiziell zugegeben, von denen man auch nicht so ganz sicher ist, wie weit die, die Reichweite geht. Jedenfalls 500 Kilometer. Also was immer dort geschieht, was immer dort gemacht wird, hat äh, direkte Reichweite von Kopenhagen über Warschau und Berlin. Also da ist schon auch ein Punkt, äh, den man von beiden Seiten sehen kann, wo ich glaube, dass man auch in Gespräche kommen könnte. An sich hat man diese Gesprächsformate. Man hat die OSZE, die in Wien sitzt, ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiges Forum, wo die Russen ja immer beteiligt waren, wo auch die Ukraine dabei ist. Man hat das Normandie-Format, das man jetzt wieder aktivieren wird und äh, wo es ein Treffen geben wird. Man hat auch die Möglichkeit von europäischer Seite nicht nur mit Sanktionen sich zu beschäftigen. Das werden wir weiterhin tun in äh, Abstimmung mit den Amerikanern und ich halte das auch für richtig. Aber es gibt auch darüber hinaus natürlich noch sehr viele Möglichkeiten. Die Stärke Europas war immer der Dialog, die Nichtgewalt, der Gewaltverzicht. Äh, das heißt, im Augenblick haben wir noch keine Stimme, die für die Europäische Union nach außen hin, das ist auch im Moment nicht die Kommissionspräsidentin, aber da würde eine, eine gewichtige Stimme hergehören, äh, die auch äh, vermittelnd tätig werden kann. Deutschland hat hier die eigentliche Superwaffe äh, und die heißt Angela Merkel. Sie ist wahrscheinlich die einzige Europäerin oder der einzige Europäer, mit dem Wladimir Putin äh, einigermaßen auf Augenhöhe zu reden äh, 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 gewohnt ist. Sie ist nicht mehr Bundeskanzlerin, aber äh, Bundeskanzler Scholz könnte ja äh, einmal in einem parteiübergreifenden Elan äh, Sie um Gespräche ersuchen. Ich erinnere daran, es ist noch nicht sehr lange her, äh, da gab es die äh, Krise mit den Migranten, die äh, über Belarus gekommen sind, wo sie einige Telefonate geführt hat von zwei, wissen wir es, äh, und wo mittlerweile eine sehr, äh, eine sehr, bemerkenswerte Entspannung der Situation eingetreten ist. Wenn ich richtig informiert bin, sind über 4000 Leute aus Belarus wieder zurückgebracht worden. Darüber spricht heute niemand groß, aber das war eine reife Leistung. Also diejenigen, die gesagt haben, man wird Angela Merkel noch vermissen, vielleicht kann man sie in neuer Form wieder einspannen. Ich finde das gut, weil die Geschichte und die Biografie der Angela Merkel zeigt ja auch sozusagen so eine Metamorphose oder eine Entwicklung, weil wenn wir uns daran zurückerinnern, als, der Georg, als, als Gerd Schröder äh, Bundeskanzler gewesen ist in Deutschland, war sie eine heftige Kritikerin dieses Russlandkurses und hat äh, Schröder quasi da in das Ecke eines, eines, eines Putin-Verstehers gedrängt. Und am Ende in diesen 16 Jahren hat sie sich zu einer Realpolitikerin entwickelt, die verstanden hat, dass man den Interessensausgleich braucht. Und ich denke, das ist der einzige Weg, der uns zur Verfügung steht. Also ich glaube, alle Diskussionen rund um Waffenlieferungen, Sanktionsdrohungen, wo wir uns ins eigene Knie schießen, ich kann das nur bestätigen, das bringt uns nicht weiter. Unser Weg ist ein mühsamer und der kann nur konsequenter Weg des Redens sein und klar zu machen, dass alle Seiten was zu verlieren haben. Und ich habe keine Sorge, dass es unter den russischen Eliten es nicht genug gibt. Sie sich auch nach so einer äh, Lösung sehnen. Ich glaube, das ist eine ganz bittere Stunde jetzt für Europa, was Frau Plasnik auch angesprochen hat. Und es war ja fast, schon fast tragisch zu sehen, wie der. Hohe Beauftragte für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union geradezu gebettelt hat, dass die Europäer mit am Tisch sitzen dürfen. Aber Russland nimmt die Europäische Union nicht ernst. Die und Europäische Öffentlich Union. gedemütigt wurde die, in Moskau, ja, wie man das völlig, eigentlich völlig jedenfalls völlig nicht tut mit jemandem, mit dem man eine Partnerschaft haben möchte. Völlig inakzeptabel. Ja, aber Russland sieht die Europäische Union eben als verlängerten Arm der Vereinigten Staaten. Und dann sagt man in Moskau, das höre ich immer wieder, wenn die Europäer ohnehin nur das tun, was die USA vorgeben, dann macht es keinen Sinn, mit den Europäern zu sprechen. Dann lasst uns doch gleich mit den Amerikanern sprechen. Und ich glaube auch, dass die russische Führung dieses Problem, um das es jetzt geht, mit den Amerikanern regeln und lösen möchte. Herr Werschütz. Also, ich möchte doch auf die Ukraine wieder zurückkommen, in einem Punkt wenigstens. Wir müssten auch einmal überlegen, wie können wir das Grundproblem lösen, das mit der Ukraine hier verbunden ist? Und das ist, wenn wir jetzt einmal die Krim auf die Seite stellen, die noch viel schwieriger lösbar ist, der Krieg in der Ostukraine. Und da gibt es eben nicht nur das Normandie-Format, das seit mehr als zwei Jahren keine Erfolge gebracht hat, wo auch die, äh, wo alle Beteiligten eigentlich nicht wirklich etwas zusammengebracht haben, weil auch der politische Wille gefehlt hat, sondern es gibt auch den Friedensplan von Minsk. Und da tritt man ebenfalls massiv auf der Stelle, und zwar seit fast Jahren auf der Stelle. Und wenn man hier sich dem Grundproblem widmet, dass man sagt, vielleicht können wir doch durch gemeinsame Anstrengungen erreichen, dass man äh, in zu besserer Umsetzung des Friedensplanes von Minsk kommt, dann wird das auch der Bevölkerung äh, in der Ostukraine und der gesamten Ukraine helfen. Denn äh, im Grunde genommen machen wir ja Politik nicht für geopolitische Analysen, sondern eigentlich sollte das Ergebnis sein, dass das Leben der Menschen wieder verbessert wird. Und die Ukrainer leben acht Jahre mit dem Krieg haben durch die Corona-Pandemie eine abgeschottete Grenze müssen heute, wenn sie von Donetsk nach Mariupol fahren, statt eineinhalb Stunden zu fahren einen Tag fahren, weil sie über russisches Territorium fahren müssen. Also vielleicht könnte man auch hier sich vorstellen, dass man dieses Kernproblem wieder angeht, damit man aus dieser Blockade herauskommt. Denn sieben Jahre, acht Jahre Krieg, das ist auch für die Ukraine eine schwere Belastung, die damit leben müssen. Herr Joffe, stimmen Sie Herrn Werschütz zu? Ich weiß nicht ganz, wo, wo, wo das hingehen soll, ähm, was, was daraus an praktischer Politik folgt. Dass wir den Russen entgegenkommen müssen oder dass wir den Russen Paroli bieten müssen. Ähm, wir haben ja, Frau Plasnik hat das am Anfang gesagt, wir haben verlernt, die, die Sprache der Macht zu reden. Wir haben keine Machtinstrumente und wer die nicht hat, wird natürlich immer für Dialog und Friedfertigkeit und Entgegenkommen äh, reden, reden. Aber ich glaube, man unterschätzt, man unterschätzt Wladimir Putin, der wirklich ein perfekter, perfekter Machtmensch ist, der genau weiß, wie man sie dosieren muss, wo man den Hebel ansetzt, wie man nicht zu weit geht. Und äh, ich möchte gern von den... Von den Entspannungswilligen in unserer Runde hören. Was müsste man tun, damit die Russen sich aus der Ostukraine zurückziehen, zum Beispiel? Wir reden gar nicht mehr von der Krim. Die Sache ist gelaufen. Dass sie ihre Truppen zurückziehen, dass sie die Drohgebärden verlassen. Ich hätte, ich hätte gerne eine brillante Lösungen gehört. Zur Umsetzung des, der Minsker Vereinbarungen, wie Herr Werschitz ja wohl weiß, gehört Russland. Und Russland hat in den letzten Jahren, und da gab es intensiv. Aber auch die Ukraine. Da gab es auch die Ukraine, selbstverständlich, aber es gab sehr. Intensive Bemühungen innerhalb der OSZE. Es waren zwei große Schweizerinnen, die hier äh, äh, auch tätig waren im, äh, in der Kontaktgruppe. Äh, Heidi Tagliavini, jetzt ist es Heidi Grau. Das sind Frauen, die sehr viel internationale Erfahrung haben, äh, die sich hier einbringen. Die ganze OSZE auch mit den Beobachtern in dem Raum, in dem sie unterwegs sind. Aber das geht immer nur gerade so weit, wie man es äh, von russischer Seite jeweils möchte. Also hier noch einmal diesen Aspekt einzubringen, die Minsker Vereinbarungen und ihre Umsetzungen in ein breiteres Programm, das hoffentlich in der nächsten Zeit sich entwickeln wird können, auch mit Hilfe der europäischen Diplomatie, dafür bin ich. Nur da müssen alle realistischerweise mitmachen. Zu Minsk also Da möchte ich noch was dazu sagen. Die Heidi Grau ist bereits seit einigen Monaten nicht mehr äh, als Vermittlerin der OSZE tätig, weil sie ebenfalls das Handtuch geworfen hat. Man sollte ja den Österreicher Martin Seidig nicht vergessen. Genau. Aber Minsk ist ein Problem, das beide, Minsk ist ein Problem, das beide haben. Und auch nicht nur Russland ist nicht bereit, auf die Separatisten einzuwirken, um Minsk umzusetzen, sondern wir haben auch mit der Ukraine die klaren Probleme. Und zum Tango gehören zwei. Und diese zwei haben sich bisher nicht gefunden. Aber wenn ich das Grundproblem nicht löse, nämlich auch das Verhältnis Russlands zur Ukraine über die Frage der Ostukraine, dann werde ich auch bei den anderen Dingen nur relativ wenig weiterkommen. Denn wenn auch Monate oder Wochen nicht geschossen wird, es ist nach wie vor ein offener Konflikt und es ist nach wie vor ein Konflikt, der von einem Scharmützel wirklich zu einem heißen Krieg eskalieren kann. Und das ist derzeit der einzige Kriegsschauplatz in Europa. Wir sind ziemlich am Ende der Sendung angelangt. Herr Mangott, nur ganz kurz. Und Herr Kern, bitte. Ich will nur sagen, natürlich hat Herr Werschütz recht, dass Russland auch nicht ausreichend Druck auf die Separatisten ausübt, um Minsk umzusetzen. Aber die Ukraine ist Verpflichtungen eingegangen in diesem Abkommen von 2015. Amnestiegesetz, Autonomiestatus, Verfassungsdezentralisierung. Und sie hat nichts davon erfüllt. Herr Kern? Also ich denke, ähm, am Ende geht es schon um die Frage, was ist unsere eigene Position als Europäer. Und die sollten wir, glaube ich, lernen. Und das ist vielleicht das DGW der Debatte insgesamt ernster zu nehmen, damit wir wieder sozusagen die Position haben morgen, die wir gibt es den, zu haben. morgen gibt es den Rat der EU. Da treffen sich die Außenminister und Außenministerinnen. Und auch Anthony Blinken wird in einer Videotelekonferenz äh, zugeschaltet, eben zur Sicherheitslage in Europa. Und dort sollen die roten Linien beschrieben werden. Was ist denn Ihrer Meinung nach die rote Linie? Zum Schluss. Also eine Für Europa. entscheidende rote Linie sollte sein, versuchen wir mal alle dazu zu bewegen, die Rhetorik runterzufahren. Das betrifft die Amerikaner genauso wie die russische Seite. Und ich glaube, das wäre ein erster Schritt zu einem besseren gegenseitigen Verständnis. Diese permanenten Drohgebärden, die werden uns definitiv äh, zu gar nichts führen. Henry Kissinger soll einmal über Krisen in der Politik gemeint haben, es geht nicht um absolute Zufriedenheit, sondern um ausbalancierte Unzufriedenheit. Vielleicht gelingt das in dem schweren Konflikt. Ich danke meinen Gästen für den detailreichen Blick und ihre Analyse auf die Ukraine, Russland, USA und die EU. Ihnen zu Hause danke fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Nach und sehen Sie zum Holocaust-Gedenktag am 27. Jänner den Doc-Film Das Schweigen der Alten. Nur wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in einem einem kleinen Dorf in Niederösterreich 228 Kinder, Frauen und ältere Männer ermordet. Bis heute wurde den Tätern weder der Prozess gemacht noch wurde das Verbrechen je einer breiten Öffentlich Be Öffentlichkeit bekannt. Der Filmemacher Hans Hochstöger mit einer Reise in die dunkle Vergangenheit eines tabuisierten Verbrechens. Schauen Sie sich das an. Im Zentrum sehen Sie nächsten Sonntag wieder. Auf Wiedersehen.